dann gucken wir noch mal. Hier gibt es sicherlich noch einiges zu sehen. Das haben wir in das Buch, gucken wir gleich mal rein. Ach, oh, Dino! Paar unserer Spielsachen verpassen mir Gänsehaut. No. Weißt du? Ach, ein paar unserer Spielsachen verpassen mir Gänsehaut. Und dann sagt ihr zu mir, ich würde mein Dino schlecht. Ach, guck mal, was die mit dem offen gefesselt auf so einem Ast mit Maulsperre. Würde ich nie machen. Schlimm sowas. Schlimm sowas. Hey Kumpel. Na? Ich hab dich gesehen. Und ich. Wie süß. Komm, den drehen wir mal. Allison. Oh, der war nicht meiner. Nee. Was? Was Schokobo gesagt? Das ist auch nicht der echte. Ach was. Das stimmt. Das ist der echte Hausecht. Ich wollte es nur gesagt haben. Ist nicht so, als könnte ich da nicht mithalten. So. Ich weiß, dass du den Dino meintest. Die haben den sicher vor einem schlimmen Schicksal aus deinem Keller gerettet und ganz viel geknuddelt. Mhm. Deshalb ist er da auch auf so einem Ast gefesselt, ne? Der Ich ist allerdings auch süß, den er da hat. Da, das ist unser Spiel. Rodel und Straßenbahn. Das hat wirklich keinen Sinn ergeben. Rodel. Wir haben es trotzdem ständig gespielt. Rodel und Straßenbahn? Wir waren Kinder. Wir brauchten nichts weiter als Steine und Vogelfedern. Ja, heutzutage brauchen sie alle ein Smartphone. Oh, entscheide dich Schere, Stein, Papier, wer zuerst geht. Mit der Gabel der Stimme. Aha. Würfel und bewege dich entsprechend der gewürften Zahl weiter. Bezahle die Seilbahndame, um den Berg, um auf den Berg hinunterzukommen. Nimm den Rennschlitten, um den Berg herunterzurutschen. Wenn du eine 1 würfelst, darfst du noch einmal würfeln. Wenn du wieder eine 1 würfelst, nimm eine Motorkarte, um mit dem Rennschlitten auf den Berg zu gelangen. Wenn du eine 6 würfelst, wirst du für 2 Runden zum wilden Jäger. Du kannst nicht abrutschen. Wenn du eine 3 würfelst, wirst du für 3 Runden zum Bär. Seilbahn und Schlitten können in keine Richtung benutzt werden. Aha. Interessant. Aber da kam dann wieder die Jäger wieder drin vor, ne? Hey, die Postkarte, die wir uns aus Juno geschickt haben. Für immer allein. Was? Wir hatten kaum jemanden. Wir waren sogar unsere eigenen Brieffreunde. Und keine Minions. Komische Regeln, ja. Guten Abend. Guten Abend, Anaxagoras. Hi. Hallo, Allison und Olli. Hat er sich dann umbenannt? Aber Olli ist doch jetzt auch kein Mädchenname, oder? Oder ist Olli Mädchenname? Also mit IE? Vielleicht die Abkürzung von Olivia oder sowas? Tyler ist ja relativ universell. Wir schreiben euch aus der Vergangenheit. Wie ist die Zukunft so? Juno ist jedenfalls total cool. Wir sind mit der Seilbahn ganz nach oben gefahren. Olli hatte Angst. Das ist gelogen. Wir haben mal ein paar Bücher bekommen. Aber als Mama abends ins Restaurant gegangen ist, hat sie dort vergessen. Es war cool. Auf der Fähre gab es jede Menge Wale. So ein Quatsch, die waren im Wasser. Dummkopf. Jedenfalls soll euch diese Postkarte erinnern, wie cool wir sind. Vor allem ich. Allison, Olli. Okay. Das Tagebuch ist sicher in Mary Ann's Zimmer. Ich sehe besser nach. Das gute Namen habe ich schon eine Weile nicht mehr gebracht. Das stimmt. Guten Abend. So, hier sind wir durch. Als der Eiskönig die Hexe einholte, schallte seine wütende Stimme durch den ganzen Wald. Für deine Tücke wirst du auf ewig an den See gefesselt sein. Was? Niemals. Sei still, ich lese. Du wirst ihn nie wieder verlassen können. Auch nicht bei Vollmond. So blieb die Mondhexe im See gefangen und versuchte nie wieder von dort zu fliehen. Und dann der Titel. Was meinst du? Nicht schlecht, was? Ist schon okay. Aber ich hätte das Ende geändert. Was? Niemals! Der Eiskönig, den hatte ich völlig vergessen. Weil es gefährlich war, seinen Namen zu nennen.
Er war zu mächtig. Statt die Eiskönigin. Dann gehen wir nochmal runter. Warte. Was? Erkennst du das? Ach, ja, leider. Löse mein Rätsel, für das Recht in das Gemach der Prinzessin einzutreten. Ein kräftiger Stoß dürfte die Sache erledigen. Schon klar, wir könnten sie mit Gewalt öffnen. Aber es wäre doch witzig, es endlich zu lösen, oder? Wir haben unterschiedliche Definitionen von witzig. Gut, aber wenn wir sie eintreten, müssen wir sie danach reparieren. Versuchen wir es zuerst mit dem Rätsel. Hast du unser Buch? Ja. Gib mal her. Nee, ich wollte lesen. Wonach suchst du denn? Das Bild an der Tür, es erinnert mich an eine Geschichte aus dem Buch. Eine von Marianne. Du erinnerst dich viel besser als ich. Tja, das Buch der Kobolde war meine Idee. Das durfte auch nie jemand vergessen. Ja, obwohl das wäre auch nicht so schlecht, in Narnia rauszukommen. Hier ist sie. Die mit dem Prinzessinnenfest. Gab's da nicht mal einen zweiten Teil von oder sowas? Lies mal. Vielleicht stehen die Symbole für etwas in der Geschichte. Taurinchen, einen wunderschönen guten Abend. Geistererinnerungen, Bilderbuchrätsel. Komischer Tag. Komische Kindheit. Touché. Grüßt mal frech aus dem Lurk in die Runde. Bekennt sich des Schreis vor geraumer Zeit schuldig. Ich hatte mir sowas schon gedacht. Ich habe jetzt aber nicht geguckt, wer von euch da ist. Aber da hier im Anschluss keiner lachend durch den Chat gehumpelt ist, dachte ich mir, dann wirst du das wohl sein. Entschuldigung, Mann. Ich hab dich lieb. So, Buch der Kobolde. Hat sie gesagt, auf welcher Seite? Wir fangen vorne an, ne? Oder? Hat sie... Hab ich an mir aufgepasst. Den Unterschied, Namen. Hat sie gesagt, welche Geschichte von denen? Sie sagt die Feier der Prinzessin. Seite 15. Die Prinzessin-Party. Ach, guck mal, da ist der Hauself und der Biber und... Wie hieß denn der Pumba noch im Dschungelbuch? Baloo war der Bär, Shere Khan war der Tiger. Wie hieß er denn noch? Bagheera, genau, danke schön. Die Schlange war Ka, genau. Gut. Die Feier der Prinzessin. Eines Tages. Vorlesestimme. Eines Tages. In einem tiefen, uralten Wald trug es sich zu, dass der Prinzessin ganz schwer ums Herz wurde, weil sie genau vor einem Jahr von daheim weggelaufen war. Ihre Freunde im Wald spürten, wie traurig sie war und klopften an ihre Tür. Die fromme, aufmerksame Pelikandame war vorangegangen und der stattliche, weitsichtige Elch hatte alle zusammengetrommelt. Der alte Bär mit seinen scharfen Pranken war auch da und auch die große Froschdame, die ständig vor sich hinquakte. Sogar der alte Bisam war gekommen, obwohl er sonst meistens nur nachts herauskam. Der Bär bot der Prinzessin an, sie auf dem Rücken zu tragen, damit kein Wolf ihr etwas zuleide tun konnte, und dann führten die Tiere sie zu einem Feental, wo sie ein wunderbares Fest vorbereitet hatten. Es gab ein Buffet aus Meeresfrüchten, das die Pelikandame aus ihrem stets gefüllten Schnabel auftrug. Die Luft war still erfüllt von Feenlichtern, die der Elch verteilt hatte, als sich am Himmel Wolken zusammenzogen und die gesellige Froschdame mischte erfrischende Getränke. Nur der Bisam hatte nichts beigetragen und ließ sich auf Kosten der anderen gut gehen. Die Prinzessin hatte großen Spaß auf ihrer Feier, so großen Spaß sogar, dass sie ganz vergaß, ihren Freunden zu danken. Die Feen bemerkten das Versäumnis der Prinzessin und heckten einen Plan aus. Als die Prinzessin ihre Geschenke öffnen wollte, fand sie am Rande des Bergteils drei identische Schachteln vor.
Verwirrt drehte sie sich um und ihr entfuhr ein erschrockener Schrei. Die gesamte Festtagsgesellschaft war verschwunden. Weil du deine Freunde als selbstverständlich erachtet hast, verkündeten die Gemeinfeen, haben wir sie vor dir verborgen. Aber wir mögen Spiele. Errate, wer jedes dieser Geschenke bereitet hat und du hältst deine Freunde zurück. Die Prinzessin öffnete die erste Schachtel. Darin befand sich eine Fackel, die, wurde sie einmal entfacht, die Wahrheit enthüllte. Sagte die Prinzessin, jemand möchte, dass ich mich im Dunkeln nicht im Wald verirre und dass ich richtig und falsch stets auseinanderhalten kann. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Sie öffnete die zweite Schachtel. Darin befand sich ein magisches Schwert, das aus den Händen seiner Trägerin springen konnte, um sie zu verteidigen. Sagte die Prinzessin. Jemand möchte mich vor jeder Gefahr schützen. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Sie öffnete die dritte Schachtel. In ihrem Innern befand sich ein Geldbeutel, der immer Münzen bereithielt, wenn seine Besitzerin etwas wirklich brauchte. Entschuldigung für das, sagte die Prinzessin. Jemand möchte sicherstellen, dass ich mir Essen kaufen kann, wenn ich hungrig bin, und Kleidung, wenn ich friere. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Die Prinzessin dachte an ihre Freunde und ein selbstsicheres Lächeln schlich auf ihre Lippen. »Liebe Feen«, sagte sie, »ich mag achtlos gewesen sein, doch ich weiß all die Gaben und Taten meiner Freunde zu schätzen.« Sie gab Antwort auf das Rätsel der Feen, die sich zerknirscht gezwungen sahen, die Gesellschaft in einem bunten Lichtblitz wiederherzustellen. Die Prinzessin umarmte jedes der Tiere und dankte ihnen für ihre Geschenke, die Feier und alles, was sie für sie getan hatten, seitdem sie in den Wald gezogen war. Und das war die Geschichte, wie die Prinzessin ihren ersten Jahrestag im Wald beging. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Zufriedenheit. Ja, genau. Und werfe alle Sorgen über Bord. So sieht das aus, Schokobo. Mein MacBook vorhin in Deutschland zu müssen. Moin. Ah, bin auch schon wieder weg. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ein ruhiges Wochenende, Freunde. Okay. Gut. Also, was haben wir? Wir haben eine Fackel. Wir haben ein Schwert und wir haben einen Beutel. Sekunde, ich will mal irgendwas lesen, so schwierig kann es ja vielleicht nicht sein, aber ich wüsste jetzt momentan noch nicht, wen ich nehmen sollte. Gut, gucken wir nochmal. Die Fackel. Der Geldbeutel dürfte der Frosch sein, denke ich mir mal. Kann man die nicht besser drehen? Nee, kann man nicht. Ich glaube, dass der Geldbeutel der Frosch ist. Wegen Froschkönig. Die Fackel... Damit sie sich nicht im Wald wird und immer gut und richtig auseinanderhalten kann. Viel Spaß beim Spielen, Anax. Du hast das Buch nicht gelesen? Welches? Der Froschkönig? Ich kenne die Geschichte vom Froschkönig. Ja, er hat eine goldene Kugel gehabt, aber keinen Sack. So. Und... Eine Gans ist da ja nicht drauf, die goldene Eier legen kann. Welches Buch habe ich nicht gelesen? Ich kann natürlich, wir können gerne mal im Buch hier die erste Seite lesen, die erste Geschichte. Die Geschichte eben, da wird alles genau beschrieben.
Der Bär bot der Prinzessin sie auf seinem Rücken, damit ihr kein Wolf zuleide etwas tun kann. Es gab ein Fell aus mehreren, das den Pelikan aus ihrem stets gefüllten Schnabel auftrug. Der alte Bär mit seinen scharfen Pranken war auch da, die große Froschdame, die ständig vor sich hinkackte, das alte Bisam kam sonst nur nachts heraus. Dann könnte natürlich die Fackel von Bisam, du meinst das hier, da wird alles genau beschrieben. Bin ich aber unaufmerksam irgendwie gerade. Genau, ja. Also der Bär wird das Schwert geschenkt haben. Bisam wahrscheinlich dann vielleicht die Fackel. Das würde man mal ausprobieren. Oder der Elch hat die Fackel geschenkt wegen der Feenlichter. Ist so eine Sache. X. Ich würde sagen, die Pelikan-Dame. Dann nehmen wir hier den Pelikan. Für das Schwert nehmen wir den Wolf und ich sehe keinen Bisam. Dann nehmen wir den Elch. Alles klar. Bin ja persönlich enttäuscht, dass es keine Kackel war. Fnüppel. Wenn überhaupt ein Fnüppel, um sich zu verteidigen, und der boom. Im Dunkel leuchtet. Wir sind drin. Aber was soll ich sagen? Ja, das war die Alpen liegen ja auch zwischen uns. Da bleibt ja auch einiges auf der Strecke. Fnüppel, Kackel, das ist so bei Stellerpost so. Wir meinen dasselbe. Wir könnten unseren Erfolg mehr auskosten. Also hör mal. Und wie ich das auskoste. Das darf ich mir jetzt sicher ewig anhören. Ich denke, hier gibt's keinen Strom. Wo sollten wir mit der Suche beginnen? Fällt mir jetzt gerade auf. Keine Ahnung. Wo würde sie wohl die persönlichen Gedanken anderer verstecken? Was ist das da für ein... Ist das Speichern-Symbol rechts? Ich dachte, links unten ist Speichern-Symbol. Ich dringe nicht zu Ihnen durch. Was auch immer los ist, ich komme nicht an Sie ran. Mit wem telefoniert sie? Sie haben mir früher alles erzählt, aber sie blocken mich ab, Tessa. Ach, Tessa. Sie machen dicht. Ich habe gerade so viel um die Ohren und... Tessa kann auch Waschmaschinen reparieren. Sie sind überzeugt, dass ich Ihnen Böses will. Keine Ahnung, warum. Herr Kralle, guten Abend. Ich brauche Sie. Meine beiden kleinen Kobolde. Ich erinnere mich. Sie hat geweint. Wir haben an der Tür gelauscht. Sie so zu sehen, als ob sie noch hier ist. Das... Es ist zum Kotzen. Sie war ein psychisches Wrack in den letzten Monaten, oder? Denkt, oder? Okay. Nehmen. Und ein schönes Wochenende. Okay, neues Sammlerstück. Kannst du sagen. Hier am Fenster stand. Hier ist es. Das ist das zweite Mal, dass sie versucht, mir das zu sagen. Und jedes Mal unterbreche ich sie. Es tut mir so leid. War klar. Ich hab's gewusst. Ob sie es gelesen hat? Na klar. Sie war so neugierig.
Jugendkampf für Tugendstrebende, präsentiert vom Bund für traditionelle Familien. Ja. Na? Welche Broschüre zeigst du ihm? Tyler. Was? Guck mal. Ein Transgender-Kind aufziehen. Was? Wo hast du das her? Es lag da, auf ihrem Schreibtisch. Das glaubt er dir nicht. Wirklich? Willst du mich verarschen? Okay, lass uns das jetzt nicht überinterpretieren. Das ergibt doch keinen Sinn. Sie war wütend, oder? Jetzt hat er... wütend über meinen Haarschnitt. Sie griff mich wegen meines Haarschnitts an. Sie war wütend und ging auf dich los. Wir haben's gesehen. Was soll der Scheiß dann? Ich weiß nicht. Tyler, komm her. Das kann sie mir nicht antun. Nicht jetzt. Da ich endlich einige Dinge begriffen habe. Das war dein erster Fehler. Zu denken, dass irgendwas hier Sinn macht. Zehn Jahre unter der Erde und sie schafft es immer noch, uns zu behelligen. Ja. Ich glaube, ich brauche frische Luft. Okay, ich hätte mich gerne noch in dem Raum weiter umgeguckt, aber okay. Bist du dir auch wirklich ganz sicher? Bin ich. Jetzt mach. Okay. Dann mal los. Wow. Ist alles ab? Ja. Es sieht echt toll aus. Im Ernst? Ja. Ich will es gleich Mom zeigen. Sie war in letzter Zeit so traurig. Mehr als traurig. Sie war echt unheimlich. Mhm. Aber nicht heute Abend. Es war schon fast wie eine Party. Danke sehr, Allison. Du musst mir nicht danken. Du bist meine Schwester. Ich fühle mich mehr wie... wie dein Bruder. Bruder, Schwester, wir passen auf uns auf. Aber ich bin sicher, ich habe dir gerade einen schlechten Haarschnitt verpasst. So schlecht sieht er gar nicht aus. Mom? Mom? Wir wissen, dass es nicht gut ausgeht. Sie ist da am Schuppen. Das haben sie sich ja vorhin gefragt, was sie im Regen in dem Schuppen gemacht hat, ne? No, okay.
Mom? Oh nein. Oh, nein, 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 nein. Das ist falsch. Das ist so falsch. Was ist falsch? Warte! Stopp! Das Spiel wird auch richtig brutal mental gesehen. Okay. Phoebe, guten Abend. Schön, dass du es wieder hast. Finde ich auch. Vielleicht wollte sie herausfinden, wie es dir geht. Naja, sie hätte mich fragen sollen. Ich war kein verdammtes Forschungsprojekt. Ich war ihr Kind. Wegen des Buchs. Ein Transgender-Kind aufziehen? Mann, weißt du, wie selten diese Bücher 2005 waren? Wollte sie herausfinden, wie sie mir helfen kann? Vielleicht. Sie war keine Hilfe, sie... Es ergibt keinen Sinn, ich weiß. Deine kurzen Haare haben sie aufgebracht, stimmt's? Allison, sie kannte mein Tagebuch, sie wusste es schon. Es war nicht meine Frisur. Und wenn das nicht stimmt... Scheiße. Du denkst, sie hat's gelesen. Vielleicht hat sie das Tagebuch ja nie geöffnet. Und alles war genauso, wie wir immer dachten. Aber wenn doch, wenn alles anders ist. Gott, Tyler, sicher, vielleicht lagen wir falsch. Aber was nützen uns diese Fragen jetzt? Außer nicht mit dem Gedanken leben zu müssen, dass meine Mutter mich meinetwegen umbringen wollte? Tyler, ich weiß, dass du irgendwas finden willst. Irgendwas, das all dem hier einen Sinn gibt. Aber sie war... Wir sprechen gleich drüber. Das ist alles? Sie war verrückt. Und das war's. Wir wären sicher besser dran, es hinter uns zu lassen. Warum sprechen wir nicht mit Leuten, die sie kannten? Vielleicht sagt ihnen das Buch ja was. Niemand will über Marianne sprechen. Das sagt sie. Sie tun, als hätte es die Nacht nie gegeben. Tessa wird was wissen, genau. Was ist mit Tessa? Sie war Marianne's beste Freundin. Sollen wir sie mal fragen? Sicher. Aber sei gewarnt, sie ist sehr empfindlich bei diesem Thema. Vielleicht redet sie ja mit mir. Ich war schließlich immer ihr Liebling. Ganz genau. Wahr. Aber wir müssen eh in den Laden. Zeug für die Reparaturen kaufen. Toll. Zwei Möwen und ein Stück altes Brot. Weiß nicht, ob mir der Vergleich gefällt. Hör zu. Ich weiß, du willst darüber nicht mehr reden. Aber anscheinend bist du erst zufrieden, wenn wir es tun. Also reden wir. Warum reagiert sie so dämlich? Du warst heute so gereizt. Ist da noch irgendwas anderes? Nein, nichts. Das glaube ich dir nicht. Ich wäre gern auf derselben Wellenlänge. Ich dachte, das wären wir auch. Wir verkaufen das Haus so schnell es geht und bringen es hinter uns. Genau, und dann kämen wir wieder zurück in so eine heile Welt bei unserem Adoptivpolizisten, oder was? Wir haben das Buch gefunden, das hat alles verändert. Verstehst du das echt nicht? Du hast das Haus während der letzten 3 Jahre ignoriert. Ich dachte, du willst nicht mehr Zeit als nötig hier verbringen. Oh. Also darum geht es hier. Vielleicht. Ja. Weißt du, dein Abschluss war vor 3 Jahren. Und wir treffen uns jetzt zum ersten Mal wieder. Ich war noch nicht bereit, zurückzukommen. Der Zeitpunkt schien mir nie richtig. Ich würde das nehmen. Ich wollte mit dir darüber reden. Aber es kam nie der richtige Zeitpunkt. Ich wollte dich besuchen. Ich wollte bei deinem Abschluss dabei sein. Ich wollte dir einen Kuchen aus einer Backmischung backen und peinliche Fotos schießen. Ich weiß. Du hast dicht gemacht. Und als Antwort bekam ich nur Schweigen oder Ausflüchte. Echt? Ich wollte niemanden sehen. Ich hatte mit dem Testosteron angefangen.
Und, oh Gott, ich hatte so fiese Akne. Meine Gefühle spielten verrückt und diese Gerüche, Allison. Diese Gerüche. Männer stinken. Ich weiß. Ich habe ein paar gedatet. Ich brauchte einfach Zeit, mit mir selbst klarzukommen, bevor ich das von jemand anderem verlange. Ergibt das Sinn? Ja, ergibt es. Nein, nichts von der Frau gefährlich, ja. Haben wir einen Plan? Ich mache mal ganz kurz Pause. So, lass mal drüber sprechen. Erstmal, Schokobo. Ach, das ist Wind immer noch im Pausenbildschirm, okay. Zu der Frage, was hat sich dabei gedacht? Damit meinst du wahrscheinlich nicht das Buch, sondern die Geschichte mit den Haaren. Also das hast du zwar vor der Cutscene geschrieben, aber wir wussten ja, dass das mit den Haaren passiert ist. Bei dem Buch hat sie sich nichts Böses gedacht. Also falls du das Buch meinst, dann hat einer von uns beiden zumindest eine unterschiedliche Vorstellungsweise von dem, was wir da gerade gesehen haben, sag ich mal so. Nein, dann hast du das Buch falsch verstanden. Sie hat das Tagebuch gelesen, also bin ich mir ganz sicher. In dem Tagebuch steht ja eindeutig drin, dass sich Tyler nicht als Mädchen, sondern als Junge fühlt. Das ist ja eindeutig da drin zu lesen. Da gehen wir jedenfalls mal ganz stark alle von aus. So. Und daraufhin geht die Frau los und besorgt sich ein Buch, wo drin steht, wie man in dem Fall am besten das Kind unterstützen kann. Das ist ein positives Buch. Und das bringt ihn gerade übrigens so auf, weil er nicht verstehen kann, dass wenn sie so ein Buch gehabt hat, wo Tipps drin stehen, wie man mit seinen Kindern umgehen soll, wenn die im falschen Geschlecht sind, dass sie dann ihn in keinster Weise unterstützt hat bei irgendetwas. Und das wirft ihn gerade so um an der Stelle. Sonst hat er sich mit der Situation irgendwie abgefunden. Aber dass sie so ein Buch gehabt hat, wo eigentlich hilfreiche Hinweise drinstehen. Und das Buch sagt ja auch aus, dass sie sich damit irgendwie auseinandergesetzt hat. Nein. So, das ist ein Buch eher, so will ich das verstehen. So hätte ich das auch verstanden. Ich denke mir auch, ne? So. Ja. Nee, okay, wäre ein Gedanke, aber nee, das ist dann eher als positives Buch zu werten. Und darüber wollte ich mal eben schnacken. Er sich das ja gerade fragt. Ja, ich meine, gut, sie hat sich so ein Buch, weil sie so ein Buch hat, gehe ich mal von aus, hat sie auch das Tagebuch gelesen. Das geht ja gar nicht anders. Warum sollte sie sich sonst ein Buch besorgen? Phoebe, einen schönen guten Abend. Nochmal. Jetzt hast du gerade rückwirkend so einen kleinen Einstieg bekommen. Er hat übrigens seine Mutter damals umgebracht. Also nach dieser Geschichte mit den Haaren und der Schrotflinte, die wir eben gesehen haben. Ist dann 10 Jahre in Jugendverwahrung gekommen und sie, seine Schwester, wurde von dem Polizisten, der ihn verknackt hat, übrigens adoptiert. Ganz, ganz, ganz abgefahrene Sache. Also ganz schräg. Wie dem auch sei. Viel mehr wissen wir jetzt auch noch nicht. So, jetzt haben wir dich, glaube ich, abgeholt. Ich meine, nur weil sie so ein Buch gehabt hat. Also das Buch sagt erstmal nur aus, sie hat das Tagebuch gelesen und es verstanden, dass sie ohne Hilfe da nicht weiterkommt und besorgt sich so ein Buch. Wir wissen noch nicht, wie viel hat sie in diesem Buch gelesen und wie viel hat sie von dem Buch auch verinnerlicht. Das wissen wir alle nicht. Und das dauert, das ist ja ein Prozess, der dann da auch stattfinden muss bei der Mutter. So, und wenn dann jemand mit abgestellten Haaren ankommt, heißt das noch nicht, dass man gleich die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, nur weil man so ein Buch besitzt. Also das würde ich da noch nicht überbewerten. Das muss ja auch erstmal verarbeitet und umgesetzt werden, sag ich mal so. Generell. Zu den Haaren, diese Schrotflinten-Szene. Also,
es klang ja am Anfang so, ich denke jetzt erstmal nur laut, ne? So, wir kriegen das im Laufe der Story raus. Eben, das scheint nicht nur deswegen gestört zu sein. Das würde ich auch so sehen. Interessant fand ich in dem Telefonat mit Tessa, dass sie sagte, von wegen, die Kinder scheinen das Gefühl zu haben, ich will ihnen was Böses. Ja, was Gutes wollte sie denen vielleicht jetzt erstmal so nicht, es sei denn, das ist so ein übertriebenes so eine übertriebene Schutzeinstellung. So, du darfst nicht Eishockey spielen, ich sag dir aber nicht warum, aber du darfst es halt auch nicht, irgendwie so, und weil du könntest dich ja verletzen. Das ist dann dieses Übertriebene an der Stelle irgendwie so. Und das dann in allen Bereichen. Viel bedenklicher war jetzt mit der Schrotflinte. Bisher war mein Eindruck immer so, er hat sich die Haare kurz geschnitten oder kurz schneiden lassen, geht runter, zeigt seiner Mama das. Seine Mama ist außer Rand und Band und gerät völlig in Rage und will ihn umbringen. Und daraufhin tötet er sie dann. In Notwehr. Mit der Schere oder so. Und das habe ich da jetzt gerade noch nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass eine Person an einer Werkbank irgendwas drum macht. Vielleicht eine Waffe poliert. Ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Aber sie hatte ja direkt die Schrotflinte in der Hand. Ein bisschen mit sich selbst gesprochen. Klang auch nicht so richtig bei vollem Bewusstsein. An der Stelle irgendwie. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber die klang nicht so richtig, als wäre sie bei sich. King kommt rein, sie erschreckt. Der einmal mit den Schrotflintenpatronen, den stößt sie um. Dann dreht sie sich um, hat die Waffe. Und was sagte sie so? Irgendwas mit, das ist nicht gut. Damit wird sie nicht die Haare gemeint haben. Sondern eher, mein Eindruck war eher, das ist nicht gut, dass sie jetzt mit dieser Schrotflinte gesehen worden ist. Das wäre nicht gut. Das ist jetzt eher so mein Eindruck. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das an der Stelle auf die Haare bezogen ist. Die sah ja auch sehr angestrengt aus mit Augenringen und einem und dran. Und dann ist Kind weggelaufen und dann ist sie hinterher. Wahrscheinlich hat sie die Schrotflinte nicht noch mitgenommen, irgendwie so. Also aus dieser Szene würde ich eher denken, ja klar, die ist bestimmt hinterhergelaufen, aber weder um das Kind irgendwie zu malträtieren, sondern wahrscheinlich erstmal in Aufregung, um Gottes Willen, Kind hat mich mit in diesem Schuppen nachts im Regen mit meiner Waffe erwischt. Warum auch immer das jetzt gerade erstmal so ein Problem sein sollte, das kriegen wir ja sicherlich noch raus. Mit den Haaren hat das gerade erstmal für mich gar nichts zu tun. Wie seht ihr das? Außer Domaris. Oh, Domaris wird nichts sagen. Also, alle, die Spiel kennen, sind raus, ne? So aus der Diskussion. Aber das wird mich mal... Das schreibt ja gar keiner mehr was. Ich meine, ihr hört mir aufmerksam zu anscheinend irgendwie seit 4 Minuten. Nur ich kenne es, ja. Ja, es soll ja auch keine Bewertung sein. Aber jedenfalls, ich wollte nicht mal meinen Eindruck schildern, weil mir sagte man damals mal, auch hier für die Streamaufzeichnung auf YouTube irgendwie... Wir haben damals mal viele Leute gesagt, dass sie es eigentlich ganz gut finden, wenn ich ab und zu mal bei solchen Sachen meine Gedanken schildere. Ja, das ist so mal, wäre momentan mein Gedanke. Ich spiele EU4 nebenher und höre nur zu. EU4, Lupin, nee, das ist Truck Simulator, das ist ETS. EU. Teil 4. Europa Universalis. Das sagt mir gar nichts. Ist das hier ein Strategiespiel mit Kriegszügen? Bin leider spät reingekommen. Ich hab dir doch alles geschildert, Vibi. Ich hab dir doch alles geschildert. Nee, das hast du noch gesehen, Vibi. Das hast du noch gesehen eben. Du bist doch schon ein bisschen da. Du bist doch schon, seit wann bist du denn noch da? Ah, nee. Aber die Schrotflinten-Szene hast du noch mitbekommen, ne? Global-Strategie. Okay, ich sag auch nichts. Findest du schön, dass du deinen journalistischen Auftrag so nachgehst? Ja! Da ich mich bei der Steuererklärung Internetredakteur nenne, oder was habe ich geschrieben? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was, es gibt ja keine Berufsbezeichnung. Influencer würde ich niemals schreiben wollen, irgendwie. Die habe ich übrigens auch gerade wiederbekommen. Die haben nur einen Monat gebraucht. Seit 15 Minuten circa. Ja, ich weiß, aber ich habe dir doch nur versucht zu schildern, was passiert ist. Ich dachte, du hättest einen Eindruck bekommen. So.
Ich hatte Gefühlsverlangen jeglicher Couleur, so spannend wird es noch. Alles klar. So, haben wir einen Plan? Also, haben wir einen Plan? Nein. Yep. Oh, doch, haben wir. Wir befragen die Leute zu Marianne, aber wir halten uns auch an unseren Zeitplan. Ja, das klingt gut. Ollies Tagebuch. Ist lang her, seitdem ich diesen Namen gehört habe. Hab wirklich nur ich dich so genannt? Tatsächlich nicht. Hab den Namen Fireweed verwendet, bis ich mich für Tyler entschied. Die meisten hatten kein Problem mit dem Wechsel, nur leider nicht alle. Was meinst du? Einer meiner Schüler wollte mich einfach nicht Tyler nennen. Er lehnte meine Hilfe ab, so wie die von allen anderen. Tut mir leid. Mir gefällt der Name Tyler übrigens. Danke. Tyler kannst du ja... Es gibt ja auch Frauen, die Tyler heißen. Das ist ein universeller Name, glaube ich, ne? Und Olli kommt da bestimmt von Olivia oder sowas. Mama und Allison haben wieder gestritten. Für diesen schreit man jetzt nicht nur mich an. Es kam mir so vor, als wäre Mom fast eifersüchtig, weil wir ihr nicht gesagt haben, was wir im Wald vorhaben. Ellie meint, wir sollten ihr von unserer Stimme erzählen. Aber ich glaube, sie weiß schon davon. Mom hat ziemlich sauer reagiert, als ich sie gefragt habe, ob ich ins Eishockey-Team darf. Es wäre falsch, weil es ein Jungensport ist. Ich werde sie wieder fragen. Ja, gut. Zu dem Zeitpunkt war sie ja zumindest in den Augen ihrer Mutter ein Mädchen. Man muss ja ganz aufpassen, wie man sich da formuliert. As dusk falls. Nee, kenne ich nicht. Muss mal noch gucken. Aber ich werde sie wieder fragen. Ich probiere es nächste Woche nochmal. Gut, dann hat er da aber seine Antwort bekommen. Also ich meine, das ist jetzt nicht die gute Antwort, ne? Aber wir haben ja nur diese Szene gesehen, wo sie gesagt hat, das geht nicht. So. Sie hat wieder Nein gesagt. Ich bin so wütend. Warum sagt sie immer Nein? Warum darf ich nie machen, was ich will? Du optisch Mädchen, Eishockey-Jungensport, Mama will nicht. Damit ist eigentlich die Diskussion auch zu Ende irgendwie, ne? Allison und ich haben angefangen, eine Geschichte zu schreiben. Naja, eigentlich Allison. Sie wollte nicht, dass ich irgendetwas ändere. Warum kann nicht einer von den Kobolden ein Junge sein? Ja. Kann man... Ah. Achso, warte mal, gucken wir uns mal die Zeichnung hier eben an. Die beiden Kobolde und der Drache mit den flammenden Haaren. I will try again next week. Oh, guck mal, da unten. Sieht so aus, als würde sich der Kobold gegen die Flammenwand des Drachen zur Wehr setzen. Ist das eine Zunge oder ist das so eine Schlange sein, die in den Mund kriecht? Gucken wir mal. Gestern mal Bobby Star Wars angeschaut. Luke ist so cool, aber Mama hat es herausgefunden und war sehr sauer. Sie sagt, es verherrlicht den Krieg. Tschum, tschum. Samstag, 5. Februar 2005. Vielleicht wäre Mama glücklicher, wenn ich einfach mache, was sie will. Wenn sie mich anschaut, sieht sie mich gar nicht. Ich wünschte, ich könnte es ihr zeigen. Ich wünschte, sie würde es verstehen. Aber ich glaube, sie will das gar nicht. Allison hat wieder gesagt, dass ich schuld bin, dass Mom wütend auf uns ist, diese Schleimerin. Mama hat seit ein paar Tagen nicht mehr mit uns geredet. Ellie hat gesehen, dass sie Seiten aus dem Buch der Kobolde weggeworfen hat. 1.3.2005. Tu dies, tu das. Ich kann ihre Stimme nicht mehr hören und diesen blöden Namen auch nicht. Ich bin Olli, der Kobold. Ach, das ist da unten die Szene. Weiter können wir nicht? Noch nicht. Vielleicht später. Man muss halt auch bedenken, dass ein Kaff in Alaska vor mindestens 10 Jahren, ja, 2005 ist schon ein bisschen länger als 10 Jahre her dann.
Und ja, natürlich, sicher. Echt seltsam. Man vergisst beinahe, wie nah Dallas Crossing doch ist. Ich bin sicher, Marianne hat das versucht. Hm. Kann's ihr nicht verübeln. Wir müssen später dort einkaufen. Bist du bereit dafür? Ja, aber ein Tag ohne Arschlöcher war echt angenehm. Nur noch ein bisschen. Dann ist jeder Tag arschlochfrei. Das ist vielleicht zu viel verlangt. Schöner Ring. Von deinem Freund? Komm, ich hab dir doch gesagt, dass ich Single bin. Reit nicht drauf rum. Warum kommt er mir bekannt vor? Ist ein Geschenk von Eddie. Er ließ beide zur gleichen Zeit machen. Beide? Oh, warte. Ja, er soll mit dem verbunden sein, den Eddie für dich gemacht hat. Weißt du, Zwillingsringe. So in der Art. Oh, das ist etwas schräg, aber irgendwie auch ganz cool. Ja, nachdem ich hab ihn noch. Sieben Jahre Besuchsverbot hatte. Verstehe, aber zu früh. Ja. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, behalt ihn nochmal. Vielleicht brauchen wir den noch. Zumindest ist der Gletscher noch da. Ich frage mich nur, welche Geschichten er zu erzählen hätte. Wenn er einen Mund hätte. Erinnerst du dich an die Eishöhle? Sie dachte, er würde schmelzen. Das tut er auch noch, Schätzchen, keine Sorge. Ringo, Navin! Die Eishöhle? Die des alten Bären? Genau die. Die wäre perfekt als Geheimbasis geeignet, wenn wir sie je wiederfinden würden. Weißt du, ich habe sie vor ein paar Jahren tatsächlich gesucht. Wirklich? Nee, oder? Und? Wir haben sie gefunden, aber der Eingang war verschüttet. Ah, schade. Na dann hin da. Okay, ich glaube, wir haben genug Zeit mit dieser Aussicht verbracht. Ich Echt? Wollte ja nichts sagen, aber... Ja, ich weiß. Ich war der unbedingt gehen wollte und dann werde ich plötzlich ganz sentimental bei der Aussicht. Geh vor, ich komme nach. Ich muss noch eine Nachricht beantworten. Ah, meine Schwester, der soziale Schmetterling. Ja, die Aussicht ist klasse. Die hat man in Bremen auch nur selten. Also, da muss schon wirklich gutes Wetter sein. Wir haben anscheinend einen Eindringling. Was zum Teufel? Du hast noch 5 Sekunden, bevor ich meinen Besitz verteidige. Dein Besitz? 5, 4. Ich bin Tyler. Ich kenne keinen Tyler. 3, 2. Sam? Ellie? Was machst du hier draußen, Mädchen? Na, das ist unser Haus. Habe ich mit dir geredet? Sam, nimm die Waffe runter. Das ist Tyler. Wer ist Tyler? Den Namen kennt hier keiner. Du hattest eine Schwester, wird er jetzt sagen. Oh, Scheiße. Ich habe davon gehört, aber ich dachte nie. Du siehst ja wie ein richtiger Mann aus. Was machst du hier? Komisch, du auch, Sam. Weißt, was ich Geile meine. Antwort. Ich wusste nur nicht, dass man als Frau so wie ein Mann aussehen kann. Testosteron. Keine Frau, die wie ein Mann aussieht, Sam. Ein Mann. Ein richtiger Mann. So ja. Wie du. Ach, Scheiße. Ich bin wohl wieder ein Arsch. Du musst uns alten Säcken verzeihen. Ganz bestimmt nicht. Komm schon. Ihr Kinder ändert ständig die Regeln. Da kann doch keiner mehr mithalten. Du musst die Menschen eben einfach so respektieren, wie sie sind. Das ist nicht schwer. Nein, nicht schwer. Es ist nur etwas gewöhnungsbedürftig. Dann gewöhn dich dran. Wir verschwinden nämlich nicht einfach. Und was genau hast du hier zu suchen? Oh, ist ja keine fixe Idee. Ich habe für euch den Ort hier im Auge behalten, weißt du. Das Dach ausgebessert, die Rohre geprüft, sowas alles. Danke sehr, Sam. Das ist nett. Ja, klar. Kein großes Ding. Wisst ihr, eure Mutter, sie war was ganz Besonderes. Sie hätte mehr verdient. Gut, danke. Naja, Sekunde. Was sie bekommen hat. Die Soundkulisse ist richtig klasse. Reparaturen und Umbauten geholfen. G-Lex, oh ja. Oh, eure Mutter hatte ja keinen Mann im Haus. Deshalb habe ich geholfen, den Ort hier in Stand zu halten. Wie altmodisch von dir. Danke. Ich schätze, ihr beiden wollt immer noch verkaufen. Das ist der Plan. Und wir brauchen deine Schlüssel. Da du das Türschloss anscheinend gewechselt hast. Oh, ja, klar.
aber das Haus verkaufen? Seid ihr sicher? Gut oder nicht? Das ist alles, was bleibt. Wer hat sie denn gefragt? Es gibt auch ein paar schlechte Erinnerungen. Waldfee.